Heute ist Mittwoch, der 29. Juni 2022, so 18 Uhr circa. Hier beginnt gleich die Demo. München steht auf gegen Impfpflicht, zum Beispiel in Pflegeberufen, bei der Bundeswehr, Feuerwehr und so weiter. Auch, dass die Impfpflicht nicht doch noch im zweiten Anlauf irgendwie allgemein wird oder ab 60. Dann auch gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also gegen diese einseitige Berichterstattung. Ja, ich glaube, es gibt immer Themen, gegen die München aufstehen sollte. Es ist jetzt kurz nach 20 Uhr, Odeonsplatz, wir sind wieder zurück. War heute ein bisschen anders, es war so ein zwei Wagen, so Musikwagen, DJ-Wagen. Zuerst dachte ich, naja, ob das so optimal ist. Ja, es war aber gut. Ich war zuerst vorne bei den normalen Skandierern, so Lauterbach Rücktritt und so. Und dann habe ich ihn mal zurückfallen lassen und dann war eben dieser Wagen mit dem DJ und der Musik. Und das war gut, weil man hat es am Publikum, an den Seiten, an den Leuten in den Cafés gemerkt, die haben plötzlich geguckt, was ist denn da los? Es war halt nicht dieses so arg politische, sondern es war halt gemischt und es war halt auch dann dadurch interessanter für die anderen. Also ich habe beobachtet, drei Mädels haben so mitgetanzt, weil es war wirklich gute Dance-Musik aus den 80ern, 70er, 80ern zum Teil. Raining Man, ja, noch so ein paar Sachen. Und da haben die dann plötzlich gesagt, Moment mal, das sind ja die Impfgegner. Und dann sind sie richtig erschrocken, dass die Impfgegner so feiern können. Weil die Leute haben getanzt, also unsere Leute haben dann auf den Straßen getanzt während des Umzugs. War toll. Wie gesagt, ich war skeptisch, aber ich habe mich jetzt, ja, ich bin bereit, ja auch dazu zu lernen. Das kann man auch mal so machen. Vielleicht nicht jedes Mal, aber manchmal. Okay. Und jetzt geht es anscheinend nochmal zum Marienplatz weiter mit diesen Wagen und der Musik. Ich weiß nicht, ob ich damit gehe, ganz ehrlich. Jetzt ist es 20.10 Uhr oder so. Ja, weiß ich nicht. Mal schauen. So, jetzt ist es 8:45. Ich bin nochmal doch mit zum Marienplatz gegangen. Die bauen jetzt nochmal die Wagen auf und da soll angeblich Party sein mit Musik und Tanz oder whatever. Mir ist es jetzt leider zu spät. Ich möchte nach Hause und ich glaube, jetzt geht es da los. Jetzt haben sie aufgebaut, aber ich mag eigentlich nicht mehr. Ich muss jetzt nach Hause. Gute Veranstaltung und ciao.